Frenkel Fortset. Heute. Let's play The Hunter. Tach, ihr Nasenbären. Herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play The Hunter. Meiner lustig-launigen Jagdsimulation, die irgendwie besser ankommt als das der Dangerous Hunts 2013, das ich auch schon gespielt habe. Moment, ich muss mal kurz auf meine Karte gucken. Wir markieren uns hier mal einen Punkt auf der Karte, damit ich ein Ziel habe. Bei dem Ausrufezeichen. Ich weiß nicht, ob das die Höhle war, die ich schon mal entdeckt habe. Keine Ahnung. Ist mir auch wurscht. Ich brauche nur ein Ziel. Und weil ich ein Ziel brauche, spiele ich momentan auch einfach die Missionen. Meine neue Mission lautet, erlege einen Maultierhirsch 6 Ender. Männlich. Ich habe zwar erst kürzlich einen Maultierhirsch erledigt, deswegen ist das ein bisschen langweilig eigentlich, aber ich möchte eben die Missionen spielen, um mir selber ein Ziel zu geben. Jetzt muss ich erstmal schnell die Waffe nachladen. Damit wir besser vorbereitet sind, ne? Ohne Kugel im Lauf ist das alles ein bisschen suboptimal. Hurra! Ja, aber ich glaube, es ist eigentlich auch völlig egal, ob ich jetzt hier einen Maultierhirsch erlege. Wenn mir ein anderes Vieh vor die Linse kommt, dann knall ich das auch ab. Da habe ich kein Problem mit. Ich weiß nicht, ob es dann Punkte gibt. Ich glaube aber schon, oder? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Wenn ich jetzt diese Mission habe, ob ich dann nur das tun darf? Ich weiß es nicht. Kommt auf den Versuch an. Also, ich mache das einfach so, dass ich wirklich auch was anderes abknalle, wenn ich was finde. Ich will euch ja nicht nur langweilen und immer nur hinter diesem Maultierhirsch her sein. Das kann ja ein bisschen zäh werden auf Dauer. So. Für Leute, die neu dazugekommen sind. Zuschauer, gibt es immer wieder. Erkläre ich mal ganz kurz das Spielprinzip. Es ist eine Jagdsimulation. Moment, ich habe was gehört. Und kann das jetzt prüfen, wo dieses Geräusch herkam. Da. Es kommt von einem Maultierhirsch. Das ist ja gut. Und jetzt sehe ich ja auf meinem iPhone. Sehe ich da irgendwas? Ja, da seht ihr es. Da oben, direkt auf der, in der Mitte. Da ist ein Kreis, so ein pulsierender Kreis. Der verschwindet jetzt langsam wieder. Aber von da kam dieses Geräusch. So, und jetzt bewege ich mich in diese Richtung. Jetzt renne ich allerdings nicht mehr. Jetzt schalten wir mal das Rennen aus. Und gehen auf Pirsch. Das ist alles etwas langatmig, ja. Das ist sehr, sehr für geduldige Spieler. Hatte ich am Anfang auch gar keine Geduld, aber mittlerweile geht's. Und ich weiß nicht warum, aber es wird sehr gerne angeguckt, The Hunter. Und deswegen habe ich ja nochmal die zweite Staffel gestartet, um zu gucken, ob das nach wie vor gut läuft. Das schauen wir dann mal ein paar Folgen lang. Ja, und da habe ich jetzt mein iPhone. Das ist das Hunter-Mate, das ich da in der Hand habe. Da seht ihr mich in der Mitte, der Pfeil, das bin ich. Jetzt muss ich da mal hochklettern. Und ich versuche mich jetzt dorthin zu bewegen, wo dieses Geräusch vermutlich war. Natürlich kann dieser Maultierhirsch in der Zwischenzeit längst wieder weiterziehen. Aber ich kann ja noch andere Fährten aufnehmen und vielleicht Fährten, die das bestätigen. So. Eine Fährte, die Fährte eines Tiers wird durch einen roten Strich angezeigt. Das werdet ihr dann bald zu sehen kriegen. Und wenn es eine Fährte ist, die ich schon verfolge, also wenn ich jetzt quasi eine Fährte des Maultierhirsches finden würde, den ich jetzt gerade auf Geräuschverdacht verfolge, dann wäre das so eine richtige rote Kuppel. Aber das erkläre ich dann nochmal. Was ist das denn? Das ist eine Ratte. Ist das eine Ratte? Ich habe jetzt kurz überlegt, ob ich die Ratte abknallen soll. Ich kann das nämlich auch ganz lautlos. Ich habe nämlich nicht nur eine Knarre bei mir, sondern auch diesen Bogen. Warum habe ich den dabei? Den habe ich dabei, weil ich mit meiner Schusswaffe nicht jedes Tier töten darf. Mit dem Gewehr darf ich zum Beispiel diesen Maultierhirsch killen. Wenn ich jetzt aber einen Fasan erlegen möchte, das darf ich nicht, da brauche ich dann Vogelschrot, das habe ich nicht dabei. Oder eben den Bogen, mit dem, glaube ich, darf man fast jedes Tier oder sogar jedes Tier erlegen. Ist natürlich schwierig, man muss relativ nah ran. Aber ich habe es schon geschafft, deswegen. So, und jetzt habe ich vor lauter Gerede ein bisschen vergessen, wo dieses Geräusch herkam. Bin ich hier so richtig, von der Richtung her? Egal, wir gehen einfach weiter. Eventuell taucht ja dann eben noch eine Fährte des Viehs auf und dann würde mich das bestätigen und dann könnte ich auf dem Hunter-Mate, würde ich dann vielleicht auch noch eine Richtung angegeben bekommen und oder einen Umkreis, wo sich das kleine Tierchen aufhält. Ich weiß ja auch nicht, ob das überhaupt ein männliches Tier ist, ja. Weibliches bringt mir ja gar nichts. Ich brauche ja einen Sechsender, ein Mannequin. Ah, seht ihr? Da pulsiert es nochmal. Das ist ein anderer. Der ist aber näher. Das ist gut. Da gehe ich jetzt mal in diese Richtung. So. Ich habe natürlich ein Fernglas. Aber das bringt mir hier gerade gar nichts. Weil ihr seht ja, da ist eine Anhöhe.
Wenn das Tierchen dahinter ist, dann kann ich das mit dem Fernglas gar nicht sehen. Außerdem muss ich ehrlich gestehen, ich bin mir gar nicht mal sicher, ob ich jemals ein Tier mit Fernglas entdeckt habe. Da ist der Ausschnitt, der Bildausschnitt immer so klein. Da sehe ich eigentlich mit bloßem Auge besser. In der Regel. Was nicht heißen soll, dass ich gut sehe. Ich bin ein bisschen blind manchmal. Das liegt bei den Let's Plays oft auch daran, dass man viel redet und ein bisschen abgelenkt ist. So, jetzt könnte es interessant werden hier. Schauen wir mal. So, ihr seht ja, der Ausschnitt ist relativ klein mit dem Fernglas. Deswegen sieht man da gar nicht mal so gut mit. Insofern, mal mit bloßem Auge gucken und weiter schleichen. Ja, eine zusätzliche Fährte wäre nicht schlecht. Zur Bestätigung und zur weiteren Richtungsangabe. Bin ich noch richtig vom Winkel? Ich weiß es nicht. Wir gehen einfach weiter. Wird schon werden. Hat ja immer irgendwie geklappt. Da war wieder ein Geräusch, aber das war was anderes, oder? Nee. Also der muss hier wirklich verflucht in der Nähe sein. Jetzt wird's spannend, Freunde! Wo ist er denn? Wo ist er denn? Den müsste ich doch hier schon sehen, wenn der jetzt da unten ist, oder? Ganz ehrlich, ich war gestern Abend ziemlich zechen mit meinem besten Kumpel. Ich habe heute einen Mörderkater, leider. Und falls ich jetzt hier irgendwie ein bisschen doof spiele, also noch doofer als sonst, dann bitte ich das zu entschuldigen. Ich habe noch ein bisschen Alkohol in der Birne. So. Sehen wir was? Ich sehe nichts. Kann natürlich sein, dass er mich schon gerochen hat. Da fällt mir was ein. Apropos gerochen. Ich habe ja Geruchsreduzierer. Da sprühe ich mir mal gerade noch ein hier. Ich kann auch diesen Hirschruf nachahmen. In der Hoffnung, dass er antwortet. Was er nicht tut. Jetzt gucken wir nochmal mit dem Fernglas, sicherheitshalber. Ich finde es ja faszinierend, wie viele Leute da immer zugucken. Bei diesem Let's Play. Ich dachte irgendwie, das wäre langweilig, da mir zuzugucken, aber... Keine Ahnung, kommt irgendwie gut an. Moment! Freundchen! Das ist doch ein Vieh, ein solches. Ist das ein Sechsender? Ist mir scheißegal, ich knall den jetzt ab. Jetzt hat er sich natürlich da versteckt wieder, ich Doofkopf. Ah, da ist er. Die Frage ist, ob ich den aus der Entfernung hier treffe. Gucken wir mal. Oh, das ist schwer, oder? Wir waren nochmal Atem anhalten. Ja, okay. Komm, Bursche. Ich sehe nicht richtig, das ist das Problem. Ah, jetzt kommt er davor. Ob das was wird auf diese Entfernung? Scheiße, ey, ich muss ja den Kopf treffen oder sowas. Irgendwas wirklich Lebenswichtiges. Ich trau mich nicht, ich trau mich nicht. Ich gehe noch ein Stückchen weiter. Jetzt habe ich wieder gute Sicht auf das Vieh da vorne. Komm! In der ersten Folge gleich, das wäre der Hammer. Das habe ich noch nie geschafft, dass ich in der ersten Folge gleich ein Vieh erlege. Okay, Freund. Dein Kopf ist reif, hoffe ich. Scheiße. Ich trau mir irgendwie nicht. Ich möchte noch ein bisschen näher ran. Sehe ich ihn jetzt noch gerade? Ich sehe ihn, glaube ich, gerade gar nicht. Scheiße. Jetzt ist er irgendwo hinter dem Baum oder so.
Wenn ich ihn jetzt verloren habe und meine Chance nicht genutzt habe, dann Mist. Ist das aufregend? Oh Kacke, jetzt habe ich ihn aber direkt vor der Linse. Wenn ich jetzt nicht treffe. Okay, Freund. Lebe wohl. Okidoki. Ich hab ihn. Ich werd verrückt. In der ersten Folge. Ich bin so Gott. Ich bin so Gott. Jetzt muss es nur noch ein Sechsender sein. Wir nehmen das Hunter-Mate raus. So, was haben wir denn da? Maultierhirsch, Gewicht 82. Kopftreffer. Aber ich glaube, die Mission habe ich nicht erfüllt. Ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Ich mache hier noch ein Foto. Doch, ich habe es geschafft. Ja, Wahnsinn. Ich schmeiß mich weg. Das war ja mal eine schnelle Geschichte. Moment, Moment. Was muss ich jetzt machen? Ich muss jetzt wieder aufstehen erstmal. Nee, kann ich die Kamera... Das mit der Kamera vergesse ich ja ständig. Ah, okay. Ich kann nicht. Oh, ist er nicht niedlich? Sieht ja aus, als ob er schläft. Liebe Kinder da draußen. Der schläft nur. Der ist nicht tot. Der ist ganz müde. Müde gewesen und dann hat er geschlafen. So. Linke Maustaste. Foto. Hurra! So, akzeptieren, linke Maustaste. Was mache ich denn jetzt? Ich habe ja gar kein... Oh, Moment, was ist jetzt los? Ist hier noch eins? Noch ein Tierchen? Ja, ich würde sagen, dann mache ich jetzt Feierabend für die Folge. Ich meine, die ist jetzt ein bisschen kürzer, aber drauf geschissen. Ich habe es geschafft. Ich muss jetzt erstmal nachgucken, was meine nächste Mission ist. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, dann würde es mich freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst. Ja, das wäre toll. Und sagt mir doch in den Kommentaren wirklich, ob ihr mehr sehen wollt oder ob ihr die Schnauze voll habt. Ich sage danke, ciao, ciao, bye, bye.